So, und die Humpa-Bube können sich dann langsam vorbereiten. Wir fangen an wie gehabt. Aber es wäre natürlich fahrlässig, eine so hübsche Dame bei uns zu haben, ohne sie zu Wort kommen zu lassen. Unsere Miss Ludwigshafen. Vielen Dank für die nette Begrüßung, Herr Heller. Auch ich möchte Sie natürlich in meinem Namen hier herzlich begrüßen. Alle Zuschauer, alle Leute, die sich nachher den Dämmerumzug anschauen und vor allen Dingen natürlich unsere Karnevalsvereine und die Fasnachter. Und auch ich möchte mich Herrn Cordier anschließen. Ich finde auch, dass es die richtige Entscheidung war, trotz der schweren Ereignisse den Straßenfasnacht heute trotzdem durchzuführen. So, und weil wir unter der Fasnacht per Du sind, möchte ich vielen Dank sagen, dass du gekommen bist und dass du heute Abend auch am Dämmerumzug dabei bist. Wir werden uns maskieren und werden runterlaufen. Und auch wenn mir nicht an euch einfällt, wie ich jetzt an den Kuss von dir komme, nachdem wir in der Fasnacht per Du sind, Christoph ist mein Name. Hallo. Jetzt möchte ich mich auch noch kurz zu Wort melden. Und zwar hat mich der Herr Cordier gerade darum gebeten, noch ein paar Worte vom Chefredakteur des Spiegels zu verlesen. Weil ich finde auch, man kann es nicht oft genug betonen, was gestern passiert ist. Also, jeder hat Angst und das auch zu Recht. Trotzdem müssen wir weiterleben. Weiter Menschen willkommen heißen, weiter mutig sein. Weiter zu Konzerten, ins Restaurant und ins Einkaufszentrum gehen. Wir müssen weiter Menschen bleiben. Sonst haben die gewonnen und wir alles verloren. Danke. Also ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob ich sie eigentlich aufrufen sollte. Wir probieren es trotzdem einmal. Leute, wir sind auf einer Straßenfastnacht und eine Straßenfastnacht ohne den Ruf in Ludwigshafen geht ja gar nicht. Und wenn es 11 Jahre Straßenfastnacht sind, sagen wir zuallererst mit dem ersten Ahoi auf jeden Fall Amo de Hutelschnuttler. Vielen Dank für 11 Jahre Straßenfastnacht mit Reitern an der Hutelschnuttler. Eine Straßenfastnacht in Ludwigshafen. Und jetzt, es ist ja eigentlich ein Witz. Weil jedes Mal, wenn der eine von der Humba-Bube behauptet, ganz groß behauptet, er kommt und er macht mit und er schwimmt und er fährt Boot und er macht beim Hafenfest mit. Jedes Mal dann ist dieser Frosch genau zu dem Termin nicht auffindbar. Ich habe mal geguckt, wir kennen noch einmal gucken, was er verfieselt. Ich habe gedacht, von der Schuhe her müsste er ein paar Fies haben wie ein Frosch. Also müsst ihr ja auch schwimmen können. Aber lasst uns nachher gucken, wie das aussieht. Mein Lieblingsfrosch von der Humba-Bube, ich bitte um Einmarsch. Wir waren an dem da beim Hafenfest, hätten wir gern getauscht, wir waren in Worms beim Umzug und da haben wir geschwitzt, lieber wir ins Wasser gegangen. Aber Däle kennen wir uns nicht, irgendwann schaffen wir es auch mal vorbeizukommen. Und jetzt meine Damen und Herren, hier aus Kaiserslautern, die Humba-Bube,
mit einem ersten neuen Song für euch. Lassen, geht weiter mit dem nächsten Lied.